Okay, wundervoll. Jetzt sind wir hier und alle sind natürlich wieder mit von der Partie und wir sind quasi auf dieser einen Insel von der fiesen Festung. Okay. Habe ich es jetzt auch begriffen. Also, was haben wir denn hier? Taktik. Gnadenlos. Gnadenlos. Und Falkenhieb. Krach, alles klar. Stoßhieb. Ah. Tut auch weh. Angreifen, angreifen, angreifen. Boom, 100, wow. Du warst erreicht, Stufe 26 und erlernt Mega-Stärkung. Ja! Geil, und 5 Punkte. Was lernst du jetzt? Selbstlosigkeit. Okay. Ich habe noch keine Ahnung, was Selbstlosigkeit ist. Aber ist okay. Aber wir haben endlich Mega-Stärkung. Ach, ist das schön. Mal wieder. Und Paladin kann auf jeden Fall heilen. Ist was schade ums Mila, ne? Ja, das ist echt. Echt Hammer. Ausrüstung. Doris. Da habe ich hier einfach mal die Partisane gegeben. Also könnten sie eigentlich relativ auch darauf trainieren. Aber ich würde mal sagen, wir nehmen mal tatsächlich mal was anderes. Und zwar diese Kampfgabeln hier oder Kampfspeere oder was auch immer die da heißen. Ach, gegen. Autsch. Ja, die sind doch stark, aber die kriegen wir auf jeden Fall down. Ich wollte irgendwas sagen, habe schon wieder vergessen. Ach, genau. Buchsenöffner ist gut gegen Metallviecher, wie es aussieht. So, das müsste jetzt Schroffheim sein. Duronia, mein Kind. Eine grausame Macht beschützt die Festung des Bösen. Ich werde dir den Weg eröffnen. Aber mehr kann ich leider nicht für dich tun. Es obliegt dir, die Wurzeln des Übels auszurotten, aber meine Gebete werden dich begleiten. Okay, jetzt können wir rein und rausrennen. Ja, das werde ich nicht extra nochmal machen. Das andere war doch schon ein bisschen. So. Imposanter. Da bist du ja wieder, Doronia. Ich habe dich wohl unterschätzt. Du hast es tatsächlich geschafft, diese Schafhunde aus dieser fiesen Festung zu befreien. Aber eigentlich trägt Hauptmann Grunz die Schuld. Hoho! Seinetwegen ist König Gottfried nun böse auf uns. Oho, aber das ist ungebührlich. Mein Temperament geht mit mir durch. Mein Blut kocht geradezu. Oh, bitte sag mir nicht, dass wir kämpfen. Bitte sag mir nicht, dass wir kämpfen. In dieser Hölle voller Schmerzen wollt ihr meine Beute sein. Hoho. Nein! Nein! Nicht!
nicht! Nicht kämpfen! Ich will nicht! Nein! Muss das jetzt ausgerechnet sein? Oh mein Gott! Ich habe gerade keine Ahnung, was der Typ drauf kann. Wir können auf jeden Fall schon mal Mega-Stärkung machen. Oh, mein Doris ist doch noch gar nicht so weit im Level-Bereich. Ey, damit habe ich gar nicht gerechnet. Oh mein Gott, ein Bosskampf und jetzt ist die Frage. Damit, ich hätte jetzt niemals gerechnet, dass wir jetzt noch einen Bosskampf hinterher geschmissen bekommen. Ach du Jemi, ich habe keine Ahnung mit den Kräften. Wir werden jetzt erstmal Aufputscher machen. Konzentrieren, abwehren und wir haben immerhin die Mittelheilung. Immerhin. Autsch. Helmspalter. Autsch. Okay, Aufputscher, Konzentration, was macht die nochmal der Todesschutz? Null-Tarif. Kann ich eigentlich danach machen. Konzentration und Zauber Rio. Ich hoffe mal, der ist nicht so stark. Habe ich schon mal gegen ihn gekämpft? Ich bin gerade am Überlegen. Sichel. Autsch! Oh nein! Ich kann Doris jetzt nicht heilen gerade. Gegen wem hat er jetzt da dann Sachen gemacht? Warte mal, wir werden jetzt erstmal den Schaden abfangen für Doris. Wir werden jetzt erstmal Tigerkralle benutzen. Hat er Home am Haus beschützt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, den werden wir jetzt als erstes los. Wenn überhaupt. Konzentration und wir müssen leider auf Abwägen. Was hat er denn nochmal? Alle feindlichen Angriffe werden ein, zwei Runden lang unwirksam. Ne, abwehren erstmal. Obwohl, ne, wir haben ja Prügelknabe, ne? Da können wir erstmal hochheilen und dann gucken wir mal, ob Doris Fähigkeit oder Todesstoß was bringt. Mal schauen. So, beide sind wirklich wieder auf 100 erlangt. Sehr geil. Und diesmal werden wir mit einem Zauber auswirken. Haha, schützt. Saus kriegt erstmal Schaden nicht, Doris. Gut, dass wir das gemacht haben. Ja. Muss gleich gucken, wie ich jetzt die alle heile, ey. Huiuiuiui. Wir machen als nächstes, wir gehen nochmal auf Prügelknabe Doris. Gehen auf einmal Konzentration, gehen hier auf. Was haben wir denn hier? Krach. Große, alle erfasst. Ich glaube, das können wir machen. Energieschub können wir eigentlich auch noch, ne? Alter, das hätte noch viel mehr Damage rausgehauen. Und machen hier den Todesstoß jetzt einfach mal.
Nein! Wir sind ja alle wütend auf sie und zum Glück hab ich Prügelknabe. Und die beiden stehen immer noch. Mega Stärkung. Ha, sehr schön. Kein Schaden erleidet. Okay, als nächstes geht es rund. Heilungshieb auf einen, auf Kautz, weil ich glaube, er ruft sie wieder. Ich glaube, er ruft wieder. Hier gehen wir mal auf die Abwehr eben. Hier gehen wir eben kurz auf Multibeschleunigung, Schwächen, Multibeschleunigung und Zauber Mittelheilung Dorunia. Muss gucken, dass wir den Schaden jetzt ein bisschen reduzieren. Oh, Saus. Das ist nicht das, was ich wollte. Wow. Schutzpaladin, Alter. Das ist gut. Das ist jetzt gerade echt ungünstig gelaufen. Haben wir hier noch was? Nein. Abwehren. Zauber. Ne, abwehren. Wir müssen jetzt hier erstmal gucken. Mit Toshi heilen. Warum Zichel? Warum Zichel jetzt? Lass mal. Alter, heil dich doch! Oder heil ihn, sie, meine Güte, ey. Ja, jetzt komme ich hier nicht weiter. Wir müssen Krach einsetzen. Heilen, Rio. Immer noch der Schutz des Paladins. Oh, wenn der nicht ist, ey. Ich komme gar nicht dazu, die wieder hochzuheilen, ey. Ich weiß. Okay, gut. Der Schutz ist jetzt weg. Ich mache jetzt Schiegerkralle auf Kautz. Ne, abwehren. Zauber. Heilung. Toshi. Er ist schon mal down, er ist schon mal down. Das ist schon mal gut. Jetzt muss ich nur noch hier meine Freunde hier schaffen, dass die hier überleben. Ich werde mal einen Energieschub reinhauen. Und hier Lebensspender. Nee. Magiespender auch nicht. Halte die Wange für einen Gruppenmitglied in Selbstlosigkeit. Ach, das ist das quasi. Prügelknabe irgendwie hat sich das. Hat das irgendwie auch in sich. So, erster Eisenhauer ist weg. Energieschub kam ein bisschen zu spät. Okay. Noch einmal. Warte mal, was ist das hier nochmal? Nee. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Tickerkralle. Fähigkeiten. Hypnopeitsche. Die greifen jetzt voll an. Okay. Zauber. Machen wir nochmal eine Mega-Schackung. Kein Schaden zugefügt. Das ist eine Kacke. Aber das müsste ausreichen. Es hat ausgereicht. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Letzte Schatztruhe. Fiole Weisenelixier. Huhu, au, hab ich dich wieder unterschätzt. Aber dein Leiden geht weiter. Jetzt wartet Hauptmann Katz auf dich. Das letzte Mitglied des Triumvirats. Aber bitte nicht jetzt sofort. In seinen Händen ist der Palast sicher. Ich hätte dich so gern selbst in 100 Stücke zerrissen. Endlich ist er down. Endlich ist er weg. Nur noch Hauptmann Katz. Nur noch Hauptmann Katz. Ich glaube, der wird nicht ohne. Das heißt, ich muss erstmal so oder so wieder leveln. Doris muss so oder so erstmal auf den Stand gebracht werden. Und alle dann wahrscheinlich gut leveln. Vielleicht kann der eine oder andere sagen, was für ein Level ihr mir da sagt. Wir werden jetzt erstmal. Warum ist mir nicht sofort eingefallen? Fiese Festung gehen. Da gibt es halt diesen Heilungsding-Dumm-Dings-Star. Also bin ich nicht draufgegangen. Also so spare ich Geld außerdem. Finde ich cool. Ist der jetzt noch aktiv? Naja, falsche Treppe. Sollte eigentlich, oder? Tatsache! Ja. Hier kann man wiederbeleben und so weiter. Also richtig cool. Schloss Schroffenheim. Alter, Paladin-Schutz hat wirklich mir den Arsch gerettet, um ehrlich zu sein, ey. Bisschen schade, dass Doronia draufgegangen ist, aber ich bin der Himmlische, ich stehe immer wieder auf. Das heißt, wenn wir das hier beenden, kann es möglich sein, dass es Ende ist, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, Barbaros wird ja auch noch irgendwann noch kommen. Aber Ryo ist doch ein starker Kämpfer geworden. Muss man sagen. Muss ich wirklich sagen, also mit den Fähigkeiten jetzt. Hammer. Nur ich verstehe eigentlich eins noch nicht, das mit den mit diesen Kräften. Ich bin irgendwie immer noch nicht sicher, was das zu bedeuten hat. Zu sein. Machen wir das mal hier aufs Ohrhauer. Und wir haben hier nichts. Lebensspender, MP, Nadelkissen. Schützende Stacheln wachsen auf den Körper des Nutzers. Wenn das mal funktionieren wird. Okay, das heißt, er kann sich selber schützen. Mit diesen Nadelkissen. Okay. Wir werden jetzt eben kurz nur grob hier mal durchgucken und dann geht es auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme weiter. Nochmal Feuerkraft. Buchsenöffner. Auf Sohauern. Nadelkissen. Ah, kann einen einschläfern. Kanalisiert jetzt die Kraft des Feuers. Beruhigende Worte. Was haben wir noch so? Mensa befreit den Nutzer von allen negative Effekten. Was heißt das jetzt? Das ist bestimmt, wenn ich jetzt,
das jetzt nur einer? Befreit den Nutzer. Okay, es ist nur einer. Okay, was haben wir denn? Hokus Pokus. Ich probiere jetzt einfach mal hier alles aus. Kriegsschlag, Pokerkörper, kennen wir alles. Zauber. Magiefalle. Schützt Verbündeten vor Zauberangriffen. Exorziert. Auch gut. Treibt den Dämonen aus mir raus. Zauberresistenz. Alter, hier gibt's ja voll die geilen Fähigkeiten. Zauberbahn, Kriegsschrei, ja. Die ganzen anderen Giftdolch, Blumenmacht. Energieschub, Beschleunigern. Boeing gibt es ja auch noch, ne? Das Problem ist, wenn man so Multisachen hat, ist es viel einfacher. Auch hier. Was? Besenkt die Resistenz eines Feindes gegen die Magie. Aber das geht natürlich wieder nicht auf Bossen. Ist ja logisch. Das ist das, was er die ganze Zeit eingesetzt hat. Ach ja, ja, klar. So, jetzt habe ich aber genug gespielt, glaube ich, mit meinen Fähigkeiten. Wir werden jetzt mal... Ah, und dann kriege ich kontinuierlich... Punkte. Das ist doch cool. Das ist wirklich cool. Wir öffnen noch die Truhen und dann war es das aber auch schon. Ich würde gleich wieder... Oh. Cola Qualia. Mini-Medaillen. Nice. Das sah schon nach so einem verfluchten Gegenstand aus. Ja, unheimlich volle Aura. Mehr Abwehr, aber nee, ich will keinen Fluch auf mir haben. Was habt ihr für komische Kröten? Gut, ich will hier eigentlich raus. Okay, das funktioniert immerhin. Gut, wir gehen nach Steensburg. Ja, warum nicht? Wenn es euch natürlich gefallen hat, könnt ihr natürlich eine positive Bewertung da lassen. Auch Kommentare lese ich gerne durch, so ist es nicht. Ich werde wahrscheinlich alle Tote mal nochmal in ein Video zeigen. Und es ist schade, aber so ist das halt, ne? Man hat nur ein Leben. Smila hat nicht lange gelebt, gerade hochgelevelt und zack, von diesem blöden Schweinemonster da mit einem Crit umgehauen. Das ist ärgerlich. Es ist wirklich ärgerlich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit noch das Spiel noch geht. Ja. Ich bin auf Hauptmann Katz gespannt und der wird wahrscheinlich nicht einfach sein. Also sehen wir uns beim nächsten Mal. Das war's. Also bis dann.